Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video der Tutorial-Reihe über die Systemsteuerung. Heute fange ich auch direkt mit einem Plugin an, was leider nicht alle haben dürften von euch. Das habe ich jetzt auch erst gerade eben gemerkt, als ich nochmal auf einem anderen PC nachgeguckt habe, war das nicht dort nicht drauf. Und zwar ist es mit dem sogenannten Adobe Gamma so, dass das mit Adobe Photoshop installiert wird normalerweise. Leider habe ich auch bisher noch keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie für euch als Download-Link einzustellen. Das heißt, es gibt es nirgendwo im Internet. Und ja, ich habe auch schon mal bei mir im System gesucht danach, aber da habe ich auch noch nicht gefunden, dass es irgendwie nicht hochladen kann oder so. Ja, wie gesagt, also ich nehme mal an, dass ein Großteil von meinen Zuschauern Adobe irgendwie hat, wie in Adobe Photoshop-Produkt, und deshalb mache ich es jetzt trotzdem einfach mal. Und zwar ist dieses Adobe Gamma ein sogenanntes Kalibrierungsprogramm sozusagen. Hier steht auch in der Beschreibung: kalibriert Monitor für konsistente Farben, stellt ICC-Profil, und das heißt generell, dass er den Monitor optimiert und die Farbausgabe und den Kontrast. Das sieht jetzt hier alles erstmal sehr verwirrend aus, aber generell ist das gar kein Problem. Wenn man das erste Mal hier startet, dann kommt erstmal die Auswahl zwischen mit Assistent oder ohne Assistent machen. Da steht dann mit Assistent oder Systemsteuerung, kann man dann anklicken und dann auf Weitergehen. Und ich fange jetzt erstmal mit dem Assistenten an. Der führt halt so ein bisschen durch die Kalibrierung, durch die Optimierung des Monitors, und hier sieht man auch schon, was der letztendlich bewirken soll. Halt generell eine bessere Farbausgabe und so weiter. Ja, und hier kann man jetzt erstmal entweder den Namen für einen oder die Beschreibung für ein neues Profil, sogenanntes ICC-Profil eingeben, oder man lädt ein altes. Ich habe hier schon eins erstellt, aber das ist nicht so wichtig. Ja, und dann geht man einfach auch weiter. Und generell ist hier das ganz gut erklärt, was man hier so machen muss. Also hier zum Beispiel muss man halt erstmal die ganzen Aufgaben sozusagen befolgen und stellt dadurch seinen Monitor perfekt ein, oder so gut es geht halt. Ja. Und deswegen werde ich hier jetzt zu dem Verlauf jetzt gar nicht mehr so viel erklären erstmal, sondern noch ein bisschen zu den einzelnen Fremdwörtern und so weiter. Aber hier sieht man zum Beispiel die Phosphorfarben. Das sind so Modi, wie die Farben ausgegeben werden. Und das ist normalerweise bekannt von dem Hersteller irgendwie, welche Art von Phosphorfarben hier euer PC hat. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr es umstellen. Ansonsten solltet ihr lieber nicht dran rumspielen, weil es halt nur für Leute ist, die wirklich wissen, was sie ist. Es steht hier auch, wenn sie wissen, dass es falsch ist, können sie eine andere Einstellung wählen. Ansonsten würde ich es einfach so lassen, solange es funktioniert, ist gut, würde ich sagen. So, dann kommen wir weiter gehen wir einfach weiter. Kommen wir jetzt hier zur Gamma-Einstellung. Gamma ist sozusagen die Helligkeit des Bildschirms, so ein bisschen, aber nicht wirklich Helligkeit, sondern halt so ein, ja, ist schwierig zu beschreiben, so ein Leuchten so ein bisschen. Und da gilt generell, dass man ein bisschen rumprobieren muss, wie man das jetzt hier macht. Also, wenn man es hier ganz hell macht oder ganz dunkel, das seht ihr ja im Hintergrund. Und ja, ich mache halt hier so ein bisschen was Helleres. Ja, hier kann man auch verschiedene auswählen, also entweder Macintosh Standard, Windows Standard oder halt ein eigenes. 220 ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Ja. Hier kann man dann noch, wenn man den Haken bei nur einzelnes Gamma anzeigen wegmacht, kann man noch die einzelnen Farbkanäle, also Rot, Grün und Blau, einstellen. Da kann man so einen Stich geben, wenn man unbedingt Lust drauf hat. Muss jetzt meinetwegen nicht sein, aber gut, ja. Also wie gesagt, wenn man halt dann noch ein bisschen einen Stich eingeben, oder wenn jetzt ja, insgesamt schon einen Stich hat, wenn man rausmachen möchte, dann kann man es so machen. Ja.
generell hier ein bisschen rumprobieren und gucken, wie es am besten aussieht für einen. Dann kommen wir hier zum Weißpunkt. Das ist so, dass hier sozusagen der Weißpunkt die Farbe Weiß beim PC definiert. Also was überhaupt als Weiß gilt. Und hier kann man halt so verschiedene Voreinstellungen machen. Oder man kann es halt, wenn man es nicht weiß, wie es eigentlich ist, kann man es hier messen. Wenn man hier auf Messen geht, dann kommt hier erstmal eine kleine Einführung. Und das werde ich jetzt erklären, was da drin steht in der Einführung. Und zwar sind hier Grautöne angezeigt und es wird jeweils, man muss hier mal auf die linke oder rechte Dings klicken, das linke oder rechte Feld klicken, um das ein bisschen zu verändern. Und sobald das mittlere Feld ein angemessenes Grau sozusagen oder ein durchschnittliches Grau für dich darstellt, sollst du auf das mittlere klicken. Das ist so der Sinn davon, warum jetzt da nicht weiß getestet wird, sondern grau, weiß ich auch nicht. Aber naja. Auf jeden Fall kann man so dann seinen Weißpunkt festlegen. Und ja, dann geht er einfach weiter. Hier kommt auch nochmal der angepasste Weißpunkt. Das würde ich einfach genauso machen wie dieser sogenannte Hardware-Weißpunkt von davor auch. Und ja, dann sind wir soweit eigentlich auch schon fertig. Man kann hier nochmal den Vorher-Nachher-Effekt angucken und kann hier nochmal sehen, dass das davor einfach viel besser Wasser, weil nicht so hell. Da muss ich nochmal gucken, dass ich das nicht total verstelle. Aber gut, mit Fertigstellen speichert man das dann unter einem Namen, den man hier halt eingeben kann. Ich habe jetzt hier Adobe Gamma Profil .icm eingegeben. Also ICM ist die Abkürzung von dem Dateityp. Ja, wenn man das dann hier gespeichert hat, dann ist man soweit fertig. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu dem Ganzen ohne Assistent. Hier sieht man auch nochmal diese Auswahl, welche Version wir verwenden möchten. Also schrittweise haben wir gerade eben gemacht. Also das andere ist Systemsteuerung, das ist ein bisschen komplizierter. Wird man leichter verwirrt, würde ich sagen. Und zwar kann man hier auch wieder laden und so weiter. Das ist alles eigentlich genau das gleiche, kann man halt alles auch schön einstellen. Nur ist es halt, wie gesagt, alles ein bisschen komprimierter. Und man muss sich ja ein bisschen selber zurechtfinden. Der Assistent erklärt halt, was man da machen muss. Ja, das war jetzt das Tutorial zu Adobe Gamma. Wie gesagt, das hat nicht jeder, wenn ihr Photoshop habt. Also ich glaube, ab Photoshop CS3 gab es das auf jeden Fall dabei. Also wenn ihr das habt, dann habt ihr auch Adobe Gamma. Aber ansonsten glaube ich eher nicht. Ich werde nochmal gucken, ob ich das irgendwo doch noch auf meinem PC finde und dann hochladen kann, damit ihr es alle auch alle euch runterladen könnt. Das ist halt eine ganz gute Sache, um halt den Monitor ein bisschen zu optimieren. Ja. Gut, dann sehen wir uns zum nächsten Tutorial. Dort geht es um die Anpassung. Tschüss.